Ja, und herzlich willkommen zu Frag selbst, unserem Online-Format, immer im Doppelpack sozusagen mit dem Sommerinterview. Christian Lindner, der Partei- und Fraktionschef der FDP, ist hier geblieben und stellt sich jetzt euren Fragen. Ganz kurz vorneweg, alles ist erlaubt, außer nicht seriöse Fragen. Und wir haben eine ganze Menge schon bekommen. Und deshalb, Herr Lindner, herzlich willkommen auch von mir nochmal. Versuchen wir möglichst Ping-Pong zu spielen und auch viele der Fragen deshalb zu ermöglichen. Deshalb fangen wir direkt an. Die erste Frage, wo sehen Sie die Grenzen der Freiheit und wie halten Sie sich daran? Die Grenzen der Freiheit sind da, wo man die Freiheit anderer einschränkt. Das betrifft nicht nur jetzt uns als Mitmenschen, sondern das betrifft beispielsweise auch die Rechte nachfolgender Generationen, die ebenfalls ein Recht haben auf eine intakte Umwelt oder auch auf einen handlungsfähigen, finanziell gesunden Staat. Wenn der Markt alles regeln soll, warum rettet der Staat dann so oft Unternehmen? Meine Meinung ist nicht, dass der Markt alles regeln kann, aber wir kennen kein besseres Instrument, um beispielsweise mit knappen Gütern umzugehen. Die Planwirtschaft in den ehemaligen Ostblockstaaten hat das jedenfalls nicht gut gekonnt. Und die Freiheit und der menschliche Erfindergeist, die ermöglichen Fortschritt. Und das geht am besten eben, wenn Menschen in Freiheit miteinander Handel treiben und Verträge schließen. Niklas Sieger fragt, wie gehen Sie persönlich mit dem Hass gegen die FDP um? Fühlt man sich nicht weniger ernst genommen dadurch? Na, das ist polarisierend. Politikerinnen und Politiker der Grünen landen mitunter auf Neonazi-Todeslisten. Wer sich mit einer klaren politischen Haltung in den öffentlichen Diskurs begibt, der bekommt Widerspruch. Und leider mitunter auch gibt es Menschen, die nicht nur demokratisch widersprechen, sondern regelrecht Hass kultivieren. Damit muss man leider in der Demokratie umgehen. Kassar fragt, wie stehen Sie zum Fall Amthor und mit welchen Mitteln möchten Sie Transparenz schaffen beim Thema Lobbyismus? Wir sind für ein Lobbyregister, also alle Interessensvertreterinnen und Vertreter hier im politischen Berlin sollten dort registriert sein. Die Seriösen aus der Branche und aus dem Verbändeumfeld fordern das übrigens selbst. Ich würde noch mit einbeziehen übrigens NGOs, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe und andere. Da muss man wissen, mit wem sprechen die, wer finanziert die auch, welche Interessen stehen dahinter. Und ganz konkret bezogen auf den Fall Amthor glaube ich, dass in den Bestimmungen des Bundestages zu den Nebentätigkeiten der Abgeordneten, dass dort eine Regelungslücke ist. Aktienoptionen müssten auch angezeigt werden, wenn man solche erhält. Das ist nicht unbedingt ein direkter Geldzufluss, aber eben doch ein geldwerter Vorteil. Und das muss dort auch angezeigt werden zukünftig. Völlig richtig. Und nach den Zahlen, die es jetzt neuerdings gibt, möglicherweise im Falle Amthor übrigens auch etwas sehr Hohes. Anne fragt, wenn es zu einer zweiten Corona-Welle kommen sollte, würden Sie einen zweiten bundesweiten Lockdown befürworten und oder für eine andere Lösung plädieren? Gegenwärtig haben wir keine Anzeichen dafür. Die jetzige Strategie, also Hygieneabstand im Alltag inklusive Maske. Wir haben diese Tracing-App, die Kontakte nachvollziehbar macht. Das Gesundheitswesen ist in den Kapazitäten gestärkt worden. Und wir sind in der Lage, regional einzugreifen und regional dann Schulen zu schließen, regional Kontakte zu beschränken. Ich glaube, dass diese Strategie eine zweite Welle vermeidbar macht und damit auch einen bundesweiten Lockdown. Mhm. Ich glaube, dass wir seinerzeit nicht vorbereitet waren als Staat und Gesellschaft. Jetzt sind wir es und könnten mit einem neuen Infektionsgeschehen deshalb auch anders umgehen. Yoyoko07 fragt, was sind denn die Maßnahmen der FDP gegen Massentierhaltung und die Ausbeutung von Tieren in der Massentierhaltung? Was machen Sie anders als Julia Klöckner? Naja, also für mich ist nicht die Zahl entscheidend der Tiere in einem Betrieb, sondern die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, wie sie leben. Im Gegenteil,
Die Vorstellung, der bäuerliche Kleinbetrieb der 50er Jahre sei besonders gut für die Tiere, kann sich schnell als trügerisch herausstellen, weil heute beispielsweise durch Digitalisierung, Schrittzähler am Fuß der Kuh und mit künstlicher Intelligenz wird das ausgewertet. Da ist sehr viel mehr möglich als in früheren Zeiten oder in Kleinbetrieben. Das ist aber sehr investitionsintensiv. Aber Joyoko 07 oder 97, glaube ich, geht es um Ställe. Also so, was würde die FDP zum Beispiel tun, damit die Ställe größer werden? Zum Beispiel eine Tierwohlabgabe? Wenn man eingreift in Investitionsentscheidungen, dann man nicht will, dass die Betriebe aufgeben müssen, dann wird man über finanzielle Kompensation bzw. über Investitionskostenzuschüsse und anderes mit nachdenken. Ich glaube allerdings, eine pauschale Abgabe zu fordern oder die Preise erhöhen zu wollen, das setzt am falschen Ende an, sondern müsste doch vorne anfangen, müsste sagen, was sind die Standards, die wir brauchen, beispielsweise Stallgröße und anderes mehr, CO2, das freigesetzt wird, wie wird das eingerechnet in den Preis, und daraus ergibt sich am Ende dann einen Verbraucherpreis. Herr Lindner, wir haben immer auch ein Format, das heißt Sprint. Das sind Fragen, wo man mit einem Wort nur antworten soll und wo man guckt, in 60 Sekunden möglichst viel anzusprechen. Legen wir los. Lieber Kemmerich oder Ramelow als Ministerpräsident? Also, der Bodo Ramelow hat sich sehr fair verhalten, weil er gesagt hat, Herr Kemmerich sei in eine Falle der AfD gegangen. Und damit war Herr Ramelow als Demokrat fairer als mancher Beobachter. Aber gleichwohl ist es eine schwierige politische Frage. Herr Lindner, sind Sie Antifaschist? Ja, jeder Demokrat muss das sein. Wenn es die FDP nicht gäbe, was würden Sie wählen? Ich würde eine liberale Partei gründen. Und niemand anderen? Nee, ich würde eine liberale Partei gründen, ja. Sommerurlaub dieses Jahr in Deutschland? An der Nordsee. Studie zu Racial Profiling bei der Polizei, ja oder nein? Ja. Wann streben Sie an, Bundeskanzler zu werden? 2021 oder 2025? Also ich würde gerne 2021 als Bundesminister beginnen. Frauenquote in der FDP, ja oder nein? Wir haben Zielvereinbarungen. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Heute blau. Gut, das war schon unser Sprint. Und weil auch im Netz ja schnell nicht alles ist, sondern gründlich auch wichtig ist, ein Thema zu beleuchten, haben wir das Gegenmodell sozusagen Zoom. Da wird ein Thema tiefer beleuchtet. Wir haben sehr, sehr viele Fragen zum Klimawandel gekriegt. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, den Zoom-Aspekt zum Klimawandel zu machen. Michael Fischer fragt, bringt der Kohleausstieg 2038 genug für den Klimaschutz? Er ist teuer und möglicherweise könnte er günstiger und schneller kommen. Das hängt mit Folgendem zusammen. CO2 hat ja einen Preis. Das heißt, wer CO2 ausstößt, muss dafür bezahlen. Und dieser CO2-Preis ist in den letzten Jahren sehr deutlich gestiegen. Und die Verstromung von Kohle macht für viele Betreiber betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr. Das heißt, auch ohne dieses Kohleausstiegsgesetz wären bis zum Ende der 30er Jahre viele Kohlekraftwerke vom Netz gegangen, ohne dass der Staat einen Euro Entschädigung hätte zahlen müssen. Das wäre ein besserer Weg gewesen als das, was jetzt die Große Koalition beschlossen hat. Günther Kastenfrosch, wenn ich das hoffentlich richtig gelesen habe, sagt, Herr Lindner, welches Gefühl löst bei Ihnen der Gedanke an Klimawandel und die Klimakatastrophe aus? Es ist eine Menschheitsaufgabe, die wir als Menschheit auch nur gemeinsam bewältigen können. Es ist für unser Land aber zugleich paradoxerweise auch eine große Chance. Ich sehe nämlich die Möglichkeit, dass wir mit Cleantech-Startups, mit Spitzenumwelttechnologie, mit Spitzenenergietechnik weltweit einen Beitrag dafür leisten können, dass unsere Lebensweise dekarbonisiert wird. Und gleichzeitig könnten wir davon als Technologieausrüster der Welt profitieren. Wir müssen es nur tun. Also wir müssen bei uns selbst die Bremsen lösen, damit Spitzentechnologien auch marktreif werden und wirtschaftlich werden. Ein Beispiel ist der Wasserstoff, in den ich große auf den ich große Stücke setze. Ich fahre selber ein Auto mit Wasserstoffantrieb. Und da haben wir lange gezögert.
Jetzt tut sich langsam etwas, aber da könnte Europa insgesamt auch noch mehr tun. Wenn ich etwa daran denke, dass wir eine Wasserstoffunion bilden könnten. Und in Kalabrien, im sonnenreichen Italien, wird der Wasserstoff produziert, der bei uns dann die Einsparung von CO2 erleichtert. Wir haben ja nicht so viel erneuerbare Energie, wie wir da brauchen. Helena, eigentlich geht es um die Fragen der User, aber die gestatten mir jetzt nur eine Nachfrage. Klar. Ganz kurz. Die Wissenschaftler sagen aber, Wasserstoff ist so energieaufwendig in der Herstellung, dass er nicht verbrannt werden sollte in einem Motor. Was sagen Sie dazu denn? Wir sollten im Jahr 2020 noch keine abschließenden Entscheidungen über den Einsatz von Technologien treffen. Denn tatsächlich ist gegenwärtig Wasserstoff in der Produktion sehr teuer. Und wir haben auch gegenwärtig nicht die Kapazität, um ihn zu produzieren an erneuerbarer Energie. Es geht ja um den sogenannten grünen Wasserstoff, der aus erneuerbarer Energie produziert wird. Aber wer weiß, was im Jahr 2030, im Jahr 2040 ist. Und wir haben andere Regionen in Europa, wo die Möglichkeiten, erneuerbare Energie zu produzieren, längstens nicht ausgeschöpft sind. Mein Beispiel war gerade Süditalien. Und jetzt knüpfe ich an eine der ersten Fragen nochmal an. Da ging es um die Frage, wenn der Markt und so weiter und so weiter. Diese Frage Umgang mit dem knappen Gut Wasserstoff ist genauso eine Frage, die wir den Marktkräften überlassen sollten, weil niemand wird einen teuren Energieträger da einsetzen, wo es keinen Sinn macht, weil er eben teuer ist. Max fragt, warum halten wir denn das Pariser Klimaabkommen nicht ein, wenn die Experten ihrer Meinung nach ja entscheiden sollen? Und was ist und wie existenziell wichtig ist es, das Klimaabkommen einzuhalten, das Pariser? Ja, ich habe die Frage nicht genau verstanden, weil Deutschland und auch die Europäische Union haben sich doch den Paris-Zielen aber wir reißen sie noch. Das ist wahrscheinlich die Frage. Ja, es ist nicht ganz einfach, eine Volkswirtschaft wie die deutsche zu dekarbonisieren. Tatsächlich gehört zur Wahrheit aber in der globalen Perspektive dazu, dass die Volksrepublik China ihren jährlichen CO2-Ausstoß bis 2030 noch erhöht. Mhm. Das heißt, ich hatte eben gesagt, es ist eine Herausforderung für die Menschheit, aber für uns auch eine Chance. Und unser deutscher Auftrag kann ja eigentlich, unsere Mission kann ja nur darin bestehen, dass wir zeigen, dass Beschäftigung und Wohlstand und soziale Sicherheit vereinbar sind mit Klimaschutz durch Technologie. Und damit wären wir ein Vorbild für die Welt. Also das muss unser Ziel sein. Und dann werden auch die Pariser Klimaziele realistisch in einer globalen Perspektive. So viel zu Zoom. Das war das Thema Klima. Okay, ja. Das geht schnell hier. Jetzt geht es wieder an die Fragen, so wie sie reinkommen. Jetzt nehmen wir die neuen Fragen. Chris V. Schreibt zum Beispiel, gibt es Ihrer Meinung nach ein Problem mit Rassismus in der Polizei? Brauchen wir eine Studie zu Racial Profiling? Hatten wir ja eben schon bei dem schnellen Format. Sprint? Ja, genau. Beim Sprint gesagt, ja. Aber vorne, gibt es Ihrer Meinung nach ein Problem mit Rassismus in der Polizei? Naja, wenn wir eine Studie machen wollen, dann kann ich als Politiker ja die Ergebnisse einer Studie nicht vorwegnehmen, indem ich so oder so sage. Era Ra sagt, wie stehen Sie zum deutschen Schulsystem? Sollte man nicht versuchen, zum Beispiel das Abitur mehr zu vereinheitlichen? Ja, bin ich absolut dafür. Das hatten wir ja eben auch im Sommerinterview. Der Bildungsföderalismus, den wir ihn jetzt haben, bremst. Der führt zu Reibungsverlusten, der erschwert Mobilität über Ländergrenzen hinweg. Und tatsächlich ist das Abitur, und das sagt sogar das Bundesverfassungsgericht, das Abitur ist ungerecht in Deutschland, weil die Aussagekraft zwischen Bremen und Bayern völlig unterschiedlich ist. Absolut. Und da brauchen wir mehr. Leider ist das ein dickes Brett, das man bohren muss, denn viele Länder wollen sich natürlich ihre Zuständigkeiten nicht streitig machen lassen. Herr Lindner, kommen wir zur Außenpolitik. Und wie gesagt, weil wir viele Fragen haben, versuchen wir kurz hin und her zu kommen. Miguel fragt, was denken Sie, wann geht die EU aktiv gegen China vor und unternimmt etwas wegen Hongkong und wegen der Unterdrückung der Uiguren? Ich weiß nicht, wann die EU das macht. Überfällig ist es. Ganz konkret würde ich für dieses Jahr den EU-China-Gipfel absagen. Als klares Signal an Peking, wenn dort keine Rechtssicherheit mehr besteht, keine Zusagen eingehalten werden und ein Land, zwei Systeme, das war eine Zusage an die Menschen, dann macht es auch keinen Sinn, sich mit hohen protokollarischen Ehren zu Gipfeln zu treffen.
Roland, Fälle geht in eine ähnliche Richtung. Was muss Deutschland tun, damit Hongkong und China, damit Hongkong nicht völlig einverleibt wird? Von China soll Deutschland weiterhin vor allem einen ökonomischen Austausch suchen oder ist damit jetzt vorbei? Wir sollten bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenüber der chinesischen Führung, gegenüber Vertretern der chinesischen Zivilgesellschaft diese Fragen ansprechen. Das ist ein sehr mächtiges und sehr selbstbewusstes Land. Ich habe selber im vergangenen Jahr bei einem Besuch die Erfahrung gemacht, dass dann bisweilen sogar der Handschlag von Ministern verweigert wird, einer deutschen Delegation, weil wir zuvor in Hongkong waren. Aber wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, sondern müssen bei jeder Gelegenheit, jeder Unternehmensführer, der in China ist, jeder Politiker, wir müssen diese Fragen ansprechen. Nur wenn deutlich wird in Peking, dass es uns ernst ist mit Werten und wir uns durch gute Geschäfte unsere Werte nicht abkaufen lassen, dann kann man auf eine Änderung hoffen. Ogulcan Korknaz fragt, können Sie den Frust der mediterranen Länder wie Italien gegenüber den nordeuropäischen Ländern nachvollziehen? Und wenn ja, was wollen Sie denn tun, damit wir wieder die Sympathie und das Verständnis, die Meinung über Deutschland dort verbessern? Ja, ich kenne die Situation dort. Es sind nach meinem Eindruck aber mitunter auch Politiker, zum Beispiel aus Italien, die bewusst Ressentiments schüren, um von den Versäumnissen der Generation Berlusconi abzulenken. Es ist nicht Frau Merkel gewesen, die vielen jungen Menschen in Italien die Zukunftschancen verschlechtert hat, sondern das ist die Politikergeneration eines Berlusconi gewesen, die über viele, viele Jahre notwendige Veränderungen und Reformen nicht vorgenommen hat. Was kann man tun? Ich glaube, dass Deutschland in Europa eine besondere Verantwortung dafür hat, dass auch Staaten, Partner wie Italien wirtschaftlich auf die Beine kommen. Und deshalb ist es richtig, dass die Europäische Union jetzt auch ein Aufbauprogramm auf den Weg bringt. Nur darf da nicht mit neuem Geld alte Politik verlängert werden. Genau daran wird ja im Moment gearbeitet. Charles Michel aus Ihrer Parteienfamilie sozusagen hat ja einen neuen Vorschlag gemacht. Also jetzt, so wie es im Moment aussieht, würde die FDP, würden Sie am Ende der Woche zu diesem Programm Ja sagen? Ja, wir kennen es noch nicht im Einzelnen. Es gibt noch keinen Konsens. Ein anderer, der unserer Parteienfamilie angehört, ist der niederländische Ministerpräsident Herr Rutte. Der hat noch Bedenken angemeldet. Heute am Sonntag auch Sebastian Kurz mit bestimmten Anforderungen. Ich kann mal nur kurz beschreiben, was für uns wichtig ist. Es muss eine Art Verbindung geben zwischen Geld und Reformzusagen. Es kann nicht sein, dass es alles nur Zuschüsse sind, sondern es muss ein Teil auch wieder getilgt, zurückgezahlt werden. 250 Milliarden würden ja zurückgezahlt, 500 Milliarden. Und zum Dritten wollen wir gerne wissen, wofür wird das Geld aufgewendet. Denn es gab zuerst die Summe. Und danach wurde gefragt, wofür. Eigentlich würde man es ja umgekehrt erwarten, dass man erst mal überlegt, was will man tun und danach überlegt, was kostet das. Sie sind also noch skeptisch, aber wir sind aber offen. Ich will mich ganz bewusst nicht festlegen. Wir wollen erst mal schauen, was kommt. Ich sage auch deshalb noch nicht Ja oder Nein, weil vermutlich wird der Deutsche Bundestag mit 2/3 Mehrheit zustimmen müssen. Da braucht man die FDP. Genau, und deshalb muss man sich das sehr seriös ansehen. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Kämmerich, auch da gibt es viele, viele Fragen. Frederik Borowski sagt, wieso werden Menschen wie Thomas Kämmerich in Ihrer Partei noch geduldet? Thomas Kämmerich hat einen schweren politischen Fehler gemacht. Eine Fehleinschätzung über die Motive der AfD. Übrigens, die CDU hat ihn auch gewählt. Das muss man mal noch mal in Erinnerung rufen. Es ist nicht AfD, FDP, sondern ein FDP-Kandidat wurde von CDU und AfD gewählt. Nur das war eine schwere. Nicht rausschmeißen. Das war eine. Das können wir auch nicht. Man kann. Wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat. Das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Da sind die Landesverbände eigenverantwortlich. Ich kann als Parteivorsitzender nicht Befehle zum Beispiel nach Thüringen geben. Und die innere Meinungsfreiheit in Parteien ist sehr geschützt. Und bis jemand vor einem ordentlichen Gericht ein parteischädliches Verhalten belegt bekommt und dann ausgeschlossen werden kann,
Ich sage nur Sarrazin als, als ein Beispiel. Aber es geht in dieselbe Richtung hier. André Höppner sagt, können Sie denn sicherstellen, dass ein Tabubruch, wie er in Thüringen passiert ist, nicht erneut mit Beteiligung der Freien Liberalen stattfindet? Ja, das kann ich garantieren. Denn der Ausgangspunkt war ja eine Fehleinschätzung hinsichtlich der AfD. Wir kennen die aus dem Reichstag. Aber was wir neu erleben mussten, ist, dass die mit Finten arbeiten und täuschen. Das heißt, die stellen einen eigenen Kandidaten auf, wählen aber dann in der geheimen Wahl nicht den eigenen Kandidaten, sondern einen ganz anderen. Das ist eine Verhöhnung auch der demokratischen, der parlamentarischen Verfahren. Mhm. Und da wir jetzt wissen, dass die AfD quasi sozusagen einen nächsten Schritt gegangen ist, sie nochmal in ihrem Charakter etwas Neues gezeigt hat, kann ich eine solche Konstellation ausschließen und will auch hier für den Reichstag sagen, unsere Art und Weise des Umgangs mit der AfD hat sich noch einmal verändert. Denn es gibt bestimmte Gremien, da steht der AfD einfach zu, weil sie eine Fraktion ist, dass sie ihnen angehört. Mhm. Und weil es eben eine gewählte Partei ist, okay, dann gehen die eben in diese Gremien rein. Aber jetzt unterstützen wir keinen, selbst formalen Wahlgang der AfD mehr, weil warum können die sich auf demokratische Rechte berufen, wenn sie selber mit unseren Institutionen so umgehen, wie in Erfurt gezeigt? Das ist interessant. Jetzt kommt aber von Detlef Schönburg, und das ist die letzte Frage, zu Kämmerich. Die kommt von einer ganz anderen Seite und vielleicht spricht sie dem FDP-Landesverband Thüringen viel mehr aus der Seele. Die sagt nämlich, Detlef Schönburg fragt nämlich, warum ist denn Kämmerich in Thüringen überhaupt zurückgetreten? Er hätte bleiben sollen. Nein, er hätte nicht bleiben sollen und auch nicht können, denn es war ja unmittelbar sichtbar, dass eine Regierung von Herrn Kemmerich angewiesen wäre auf die Unterstützung der AfD bei jeder Gesetzgebung. Und eine solche Konstellation, das hätte ein systematisches Zusammenwirken mit der AfD bedeutet. Und das hat gezeigt, das war keine echte Wahl. Mhm. Denn normalerweise geht aus einem Wahlgang eine Regierung hervor, die danach auch zumindest einen Grundbestandteil von Überzeugungen teilt, um einen Haushalt und Gesetze beschließen zu können. Das war in dem Fall nicht gegeben. Es war einfach nur ein Trick und eine Finte der AfD, aus der keine Stabilität hervorgegangen wäre. So, wir kommen in die Schlussgerade, aber es gibt noch ein paar ganz unterschiedliche inhaltliche Themen. Die politische Mitte, so heißt derjenige, der geschrieben hat. Warum denken so viele Bürger, dass die FDP eine Partei für die Reichen ist? Weil das seit Jahrzehnten unsere politischen Mitbewerber verbreiten wollen, sind wir aber gar nicht. Wir sind eine Partei, die eine bestimmte geistige Haltung hat, ein Lebensgefühl vielleicht kann man auch sagen, aber es ist nicht eine Berufs-, keine Altersklasse, keine Einkommensgruppe. Ich glaube, dass dahinter ein grundlegendes Missverständnis liegt. Wir sind klar eine Partei, die sich zur sozialen Marktwirtschaft bekennt, aber die soziale Marktwirtschaft ist kein Konzept für Reiche, sondern die soziale Marktwirtschaft im Gegenteil ist gerade ein Konzept für die Menschen, die es noch nicht im Leben geschafft haben, sondern überhaupt noch Einstiegschancen brauchen, einen Arbeitsplatz brauchen, einen sicheren Arbeitsplatz brauchen. Stefan Müller fragt, wann geben Sie Ihr Amt an eine Frau ab? Und wer soll das weibliche Gesicht der Liberalen werden? Wir haben viele weibliche Persönlichkeiten. Aber jetzt über meine weitere Laufbahnplanung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mick Art fragt, meinen Sie, Sie haben vieles richtig gemacht in diesem Jahr? Wer handelt, wer entscheidet, macht viel falsch und manches richtig. Und das ist bei mir genauso wie bei jedem anderen. Schlussfrage, wo sehen Sie die FDP in 5 Jahren? Na, in 5 Jahren hoffe ich in Regierungsverantwortung. Früher schon? Naja, nächstes Jahr wird gewählt, dann wären wir in 5 Jahren immer noch im Amt. Das war's schon. Gut 25, knapp 30 Minuten gehen schnell rum, auch wenn wir uns bemüht haben, die vielen Fragen auch relativ zu beantworten, schnell zu beantworten. Sorry für alle, die nicht rangekommen sind. Ich habe quer geguckt, es sind noch viele, viele Gute da, aber wir haben sozusagen immer eine oder zwei, dreimal Pass pro Toto für die einzelnen Kapitel übernommen. Also insofern danke, dass Sie noch geblieben sind. Sonst mir eine E-Mail schreiben, genau. Das geht also, auch. Christian Lindner eine E-Mail schreiben, dann gibt es eine Antwort. Danke, dass Sie noch da waren. Gerne. Danke fürs Interesse und für die Fragen. Das war nämlich unser Frag selbst. Nächsten Sonntag gibt es das Format natürlich wieder. Nach dem Sommerinterview dann mit Oliver Köhr und dem AfD-Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen.